Sie verbringen hoffentlich eine geruhsame, feine Zeit. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Alles bereit für die zwei Weltcuprennen im Kütai. Der stärkste Mann der Welt ist live zu Gast im Studio. Mozart bezaubert bei den Winterfestspielen in Erl. Morgen gibt's wieder Schnee, es ist kalt. Von den Verlierern noch einmal zu den positiven Überraschungen. Da stellen Tirols Sportkletterer wieder einmal einen Weltcup-Gesamtsieger. Da schreibt eine junge Leichtathletin Geschichte. Und da macht sich ein schweres Bröckerl aus dem Unterland zum stärksten Mann der Welt. Sehen Sie sich das einfach selbst an. Vierzehn ist fast schon wieder Geschichte. Auch im kommenden Jahr gibt es wieder eine Fülle an Großereignissen. Ich bin mir fast sicher, dass wir schon im Februar nach den alpinen und nordischen Weltmeisterschaften wieder über Tiroler Erfolge jubeln werden. In diesem Sinne ein gutes und erfolgreiches 2015. Wünscht unser Sportchef Fred Lentsch und ich freue mich auf meinen heutigen Studiogast. Sie haben ihn gerade in Aktion erlebt. Martin Wildau aus Langkampfen, der stärkste Mann der Welt. Wir sind bei du, Martin, haben wir genau vorher ausgemacht. Es ist beeindruckend, Christi, was du leistest. War das schon immer dein Traum, der stärkste Mann der Welt zu werden? Ja, also ich habe immer schon den Traum gehabt, dass ich in die Richtung gehe. Angefangen hat es so mit Bodybuilding, mit ganz klassisch dem Arnold Schwarzenegger, die Filme und alles. Das hat mich immer sehr beeindruckt. Und ja, sportlich war ich immer schon und dann hat sich das einfach so entwickelt und habe mit Kraftsport dann angefangen und das ist natürlich das größte Ziel, der stärkste Mann der Welt einmal zu sein. Ja. Warst du schon als kleiner Bub so ein starker, der stärkste in der Klasse? Ja, also ich habe mir immer den Titel erkämpft, sage ich einmal, und war eigentlich schon immer einer von den Stärkeren in unserer Klasse. Ja. Genau. Sie sehen es jetzt nicht, liebe Zuschauer, aber der Martin ist 1,90 groß, der wiegt 140 Kilogramm, hat einen Bizeps mit einem Umfang von 52 Zentimetern, genau. Oberschenkel 75 Zentimeter. Da muss man natürlich einiges dafür tun. Wie kann man sich jetzt so einen Trainingstag bei dir vorstellen? Schaut eigentlich generell so aus, dass man die ganzen Grundübungen im Fitnessstudio trainiert. Das kennt jeder, das Bankdrücken, das Kreuzheben, Kniebeugen, Beinpresse und die ganzen Grundübungen einfach im Fitnessstudio macht. Und das Ganze, damit man die Kraft natürlich auf die Disziplin übertragen kann, muss man die auch trainieren. Da habe ich dann einen speziellen Ort, das ist in Groß-Karolinenfeld draußen, bei meinem Trainer und Freund Heinz Olesch. Und da ziehen wir dann LKWs, schmeißen Steine durch die Gegend und schmeißen die großen Radladerreifen oder schleppen Betonkoffer. Ja. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du an wirklich wichtigen Tagen so 7.000, 8.000 Kalorien zu dir nehmen musst. Du musst ja wahre Fleischberge verdrücken. Ja, also ich fange da einfach am Morgen fange ich da im Kühlschrank ganz oben an und arbeite mich dann runter, bis er leer ist. Nein, also ganz so dramatisch ist es nicht. Also wir versuchen einfach natürlich gesund zu ernähren, aber es ist auch ganz wichtig, dass man die Kalorienmenge zusammenbekommt, damit man das Körpergewicht halten kann. Und somit essen wir einfach ganz normal, aber richtig viel. Viel mehr genau, als wir. Genau, viel mehr. Also 6 bis 8 Mal am Tag wird da gegessen, ja. Leben kannst du von deinem Kraftsport nicht, auch wenn du schon wahnsinnig viele Auszeichnungen bekommen hast. Du arbeitest bei der Gemeinde. Hörst du nicht manchmal, der Martin, das ist ein Verrückter? Ja, wird schon öfter gesagt, natürlich auch nach dem ganzen Event, nach dem ganzen Jahr, jetzt speziell was zum Schluss jetzt vorgefallen ist. Aber ich kann leider nicht von dem Sport leben. Wir sind auf Sponsoren angewiesen und ich sage, ein bisschen Taschengeld bleibt übrig, aber leider
kann man das nicht hauptberuflich machen. Du hast jetzt gesagt, was vorgefallen ist. Das ist nämlich unglaublich, denn auf dem Weg zum stärksten Mann der Welt hast du dir die Achillessehne abgerissen. Du hast es trotzdem geschafft. Wie geht das? Das muss ja unheimlich wehtun, unheimlich schmerzhaft sein. Ja, also zum einen war das natürlich der schlechteste Fall, was passieren kann. Wie gesagt, die Strongman Champions League ist über 16 Veranstaltungen über das ganze Jahr auf der ganzen Welt verteilt. Und da war ich wirklich gut, da habe ich gute Erfolge gehabt über das Jahr. Und dann passiert im Schlimmsten, kurz bevor man den Titel greifen kann, am ersten Tag vom Finale, reiße ich mir die Achillessehne ab. Ja. Also da war natürlich, das war nicht nur schmerzhaft, körperlich schmerzhaft, sondern war natürlich auch sehr mental sehr schlimm für mich. Ja. Aber du hast es geschafft. Dein Vorbild, das hast du schon gesagt, ist Arnold Schwarzenegger. Genau. Filmkarriere, kannst du dir vorstellen? Ob man das will oder nicht will. Naja, Arnold Schwarzenegger ist immer Vorbild, genau. Was auch immer du noch anstellst, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank. Und vom Sport kommen wir jetzt zur Kultur. Die Tiroler Festspiele in Erl, die kann man seit 2 Jahren auch im Winterbetrieb erleben. Bis zum Dreikönigstag stehen. Damit dürfen wir uns verabschieden von uns allen hier noch einen schönen Abend. Wenn Sie wollen, dann haben wir morgen wieder eine Verabredung. Alles Liebe, bis dann. Und ich mache jetzt noch was ich vorher schon die ganze Zeit machen wollte. Zeige mal deine Muskeln bitte. Und das sind jetzt wirklich 52 sowas, ja genau. Wahnsinn, unglaublich. Das ist natürlich nicht so wichtig bei uns im Kraftsport, aber schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, klar. Sehen die Frauen wahrscheinlich auch gern, oder? Genau, ja.